Willkommen zurück zu Let's Play Lost Worlds, zu dem Adventure, Let's Adventure Lost Worlds. Okay, es laggt wieder ein bisschen. Das ist aber bei immer, wenn man das, wenn man Minecraft neu startet, bei mir so, dass es am Anfang ein bisschen laggt. Wir haben eine Schule, die Schule der Sonne, da eben in der letzten Folge gefunden. Und wir gucken uns aber, bevor wir da noch etwas machen, ein bisschen oben. Vielleicht finden wir noch etwas. Kann sein, dass es auch so leckt, weil ich gerade etwas render. Da lassen wir uns aber mal nicht mit aufhalten. Hier finden wir ansonsten nichts. Deshalb gehen wir doch jetzt auch erstmal hier rein und lesen Notiz 12. Das Schild am Hauseingang besagt Schule der Sonne. Du greifst in die Regale und siehst dir eine einige der Schriftrollen an. Mathematik, Geometrie, die Herstellung von Brot, der Sonnengott, das scheint eine kleine Bibliothek zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass es auch ein Gebetshaus sein könnte, wohin die neuen Mitglieder der Empfang, die sich würdig erwiesen haben, die Stadt zu erreichen. Die Lederkissen auf dem Boden sind kalt, hier ist schon lange niemand mehr gewesen. In dem Sand sind Buchstaben und Symbole eingezeichnet. Der Sand scheint so etwas wie eine Tafel zu sein. Eben eine Schule. So, das geht so. Und wir können den Boden untersuchen. Das Sonnenbuch. Lesen wir uns einmal durch. Das Buch der Sonne. Du, der das liest, bist in die... Ein Moment. Das Buch der Sonne. Du, der das liest, bist in der Stadt der Sonnenkinder. Ehrfürchtig scheint die Sonne auf dein Haupt und erleuchtet dich und unserem Tempel. Durch unseren Tempel. Das ist ein Buch. Da. So. Da das einen Moment leckt... Einmal kurz eine Pause, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, dass es nicht mehr leckt. Willkommen zurück zu Let's Play Lost Worlds, zu dem Gameplay Lost Worlds. Ich muss mich entschuldigen, also jetzt übersprungen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Hinsicht diese Folge, also die Aufnahmesession, an die vorherigen Folgen gereiht wird, da ich einen Tag Pause gemacht habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Zuallererst muss ich mich dafür entschuldigen, dass das halt passiert ist und das und halt wegen meinem Mikro. Einen Moment. Wegen meinem Mikro. Ich weiß, es ist nicht das beste Mikro, das hat damit zu tun, dass ich noch nicht über diese Möglichkeiten verfüge. Ich habe mir zu Weihnachten ein neues Mikro gewünscht, also ein neues Headset. Deshalb werde ich... ist dieses kleine leichte Rauschen im Hintergrund immer noch da, bis ich das neue Mikro habe. Ja, wie gesagt, ich habe dann nicht mehr weitergemacht. Ich bin schon wieder den korrigieren. Ich weiß nicht so, dass es mir geht. Immer am Korrigieren. Ich habe gestern nicht mehr weitergemacht mit der Aufnahme. Deshalb ist die jetzt hier dran. Ich habe ein bisschen an den Mikrofoneinstellungen rum experimentiert, sodass es auch besser geworden ist. Damit ist es mittlerweile Nacht geworden. Was aber nicht schlimm ist, denn wir können uns ja sofort aufs Ohr hauen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. So. Wir haben hier eine Jump'n'Run Map. Wir haben hier auch wieder Eisenblöcke, wo ich schätze mal, dass wir denen folgen müssen. So, hier sind wir jetzt oben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die ein Aquäduktsystem gebaut haben. Und zwar, das würde ich euch jetzt mal gerne aus dem von oben zeigen. Ach egal, können wir uns, merke ich mir, ganz am Ende der Adventure mal angucken. Das ist schon wieder ein Goldbarren. So, wir können jetzt hier den Sprung. Der Schlüssel ist, der Schlüssel hier nicht lang wohnen wird. Achso, der Schlüssel hier nicht lang wohnen wird. Ah, kapier ich nicht. Ich
hier eine Sonne. Eine super Sonne. Sogar mit Weizen. Wenn wir noch einen Weizen finden, können wir uns was damit machen. Guck mal, Goldbarren. Und eine Pilzsuppe. Pilzsuppe ist gut. Guck mal, da kann man Sachen sehen. Ich würde jetzt gerne mehr sehen. Egal, wir müssen weiter. Der Eisenblock. Puh. Ich weiß, wir dürfen daran nicht klettern, aber ist mir jetzt mal scheißegal. Scheiße. Nein! Also alles nochmal von neu. Mist. Mist. Ach, was haben wir hier? Nicht bei den anderen? Nö. Aber ich schätze mal, wir müssen gleich diese Türen aufkriegen. Ab wieder in die Schule der Sonne. Guck mal, haben wir eine Landkarte. Die kann ich doch rausholen, oder? Klar, die kann ich rausholen. Karte. Den Rahmen platziere ich auch wieder. Aber ich darf hier aus dem Rahmen rausholen. Haben wir so eine Karte und können sogar gucken, wo wir gerade sind. Cool. Ich weiß gar nicht. Guck, da sieht man sogar das sehr gut das Aquäduktsystem. Da. Hier sind ganz viele Aquädukte. Werden wir uns mal so zum Ende angucken. Und die Map ist riesig. Habe ich das Gefühl. Denn immer, wenn immer ich auch irgendwo ja, so gucke, man sieht immer noch neue Sachen, wo es weitergeht, und das wird echt cool. Ach so, was ich noch anmerken könnte, die Minecraft Adventure Maps werden mir langsam zu bunt. Deshalb wollte ich fragen, ob ihr Ideen, ja nicht zu bunt, aber ach gut, Hühner. Guck mal, jetzt haben wir ein Ei. Was haben wir hier? Ja. Kriegen wir Hühner da raus? Ja. Aber wir können... Aha, wir können ausbrechen. Geil. Nein, ich schätze mal... Ach komm, hier können wir weiter gucken. Wir gehen besser zurück. Ich meine, dass es geil aussieht, ist in einem Stunden richtig, aber die haben sich mir auf jeden Fall was auf die Beine gestellt. Etwas anderes wollte ich sagen. Warte, wann sind wir gekommen? Oh. Gutmütigkeit und Geduld segnet der Sonnengott. Wir dürfen uns Sachen aus dem da rausnehmen, wenn ich mich nicht irre. Wir machen uns einfach mal ein 64er Stack voll. So. Gutmütigkeit und Geduld segnet der Sonnengott. Öffner der großen Tore. Also können wir die ganze Adventure, also das ganze Jumping Mountain nochmal machen. Also können wir einmal das da öffnen, oder wir öffnen das hier. Ich meine, das geht auch. Das ist ja der Öffner der großen Tore gewesen. Darum schätze ich mal, dass wir das hier hin machen müssen. Ich stehe schon mal drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Gott der Sonne spendet Leben.
Verborgene Pfade führen oft zu Reichtum. Ah, ein Schatz. Gold. Ein schöner Schatz. Hier waren wir schon. Ich muss erstmal alles mir zweimal angucken. Da. Schon wieder Gold. Wäre cooler, wenn ich noch was wäre. So eine Waffe oder so ein neues Rüstungsteil wäre auch geil. Hafenpass Zugang auf Geheiß des Königs verwehrt. Hier sind wir hergekommen. Waren wir auch schon. Also müssen wir hier lang. Ja, hat sich gerade eben geöffnet. Supi dupi. Haben wir hier irgendwas? Nein. Da kommt da lang. Ach, ja. Ah, da haben wir es. Ah, ich weiß nicht, wie wir da kommen. Siehst du? Guck, da durften wir den Hebel nehmen. Hier würden wir auch zurückkommen. Aber das ist, glaube ich, jetzt mehr doof, wenn wir das machen, da zurückkommen. So. Kann man mal hier hochklettern, verschwinden wir hier oben was. Alles angucken immer, ne? Das ist bestimmt einfach nur so ein Aussichtsturm.